Hallo und guten Morgen hier am 15. März 2018 zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, es ist ein paar Tage her, dass ich zuletzt gespielt habe. Unter anderem auch, weil ich Internetprobleme hatte, als ich einen neuen Anbieter gewählt habe. Was allerdings nicht in der Schuld des neuen Anbieters lag, sondern in der Dummdösigkeit eines Telekom-Technikers. Ich habe schon viel erlebt in meinen jetzt 40 Jahren. Ja, ich habe heute Geburtstag, ich bin so frei. Aber was dieser Techniker sich erlaubt hat letzte Woche, das war ein starkes Stück, sagen wir es mal so. Also, das ist nicht mein erster Internetanschluss und garantiert auch nicht mein letzter. Wobei ich jetzt endlich eine 100 Mbit-Leitung habe und nicht nur die versprochenen 16K der Telekom, die ich vorher nie hatte. Jetzt habe ich eine 100 Mbit und ich bin heilfroh darüber. Jedenfalls, dieser Techniker war so unglaublich dumm oder besoffen oder bekifft, ich weiß es nicht. Er hat meinen Anschluss, ich wohne in der Nummer 71, auf den Hausanschluss der Nummer 83 gelegt. So hatte die Nummer 83 mein Internet, meine Telefonnummer mit allem, was dazugehört. Und die Teledoof hat tatsächlich eine Woche gebraucht, um einen Techniker zu entsenden. Wohin laufe ich eigentlich? Um einen Techniker zu entsenden, der dieses Chaos wieder behebt. Und seit Montag ist es endlich soweit. Ja, ich habe endlich wieder Internet. Oh, jetzt ist dieser Bug wieder aufgetreten. Dazu später mehr. Wir waren ja das letzte Mal, sollten wir den Ring des Toten beschaffen. Beim Toten war er allerdings nicht. Und Müller Paschek hat uns jetzt mittlerweile gesagt, hey, dann muss der wohl beim Henker im Haus sein. Das heißt, wir müssen da einsteigen. Ja, auch kein Problem. Die Hunde habe ich letztes Mal ja schon getötet. Oh, ich habe noch... So, jedenfalls, jetzt habe ich wieder Internet und ich hoffe mal, dass es noch eine Zeit lang hält. Jedenfalls, das war zum Kotzen. Tja, davon will ich eigentlich gar nichts benutzen. Wenn du fällst, erleidest du 30% weniger Schaden. Wunderbar, das nehmen wir doch. So, und hier ist ein kleiner Bug, auch wenn das Spiel jetzt gepatcht wurde. Ich habe jetzt allerdings vergessen, den Mod, damit man unbegrenzt speichern kann, rauszunehmen. Das mache ich, sobald diese Folge hier beendet ist. Und leider tritt dadurch ein kleiner Bug immer wieder in Erscheinung, und zwar hier dieses Spiel gespeichert. Sobald man speichert, haftet sich dieses Spiel gespeichert dort permanent fest. Das heißt, wir werden diese Folge jetzt damit verbringen müssen, immer zu lesen, Spiel gespeichert. Aber kein Problem. Wir kriegen das auch so hin. So, da sind wir schon bei dem Henker, der da ganz eifrig seiner Arbeit nachgeht. Sprechen wir den einfach mal an. Hi, Hermann. Paschek, der Müller schickt mich. Er möchte sich bei dir entschuldigen, weil er dir letztes Mal zu wenig Mehl gegeben hat. Du sollst den Rest bei ihm abholen. Aber ich habe nie Mehl bei ihm gekauft. Ich glaube, du willst mich verscheißern und hier nur rumschnüffeln. Scher dich fort, bevor ich dir die Hunde auf den Hals setze. Okay. Guck mal, da liegen deine Hunde. Ist das nicht schön? Kann ich irgendwie helfen? Ja, ich hau schon ab. Mist, verdammt. Scheiße. Gut, dann machen wir das ein bisschen anders. Es fängt mal wieder an zu regnen.
Das wird jetzt ein dummer. Eigentlich ist es dumm, was ich jetzt mache. Wie gesagt, ich bin noch nicht in der Lage dazu, das eigentlich ordentlich auszuführen. Wie man sieht. Nimm das! Ich mach dich kalt! Gottverdammt! Verdammt! Ja. Ich kann nämlich noch nicht parieren. Ich habe das Schwertraining noch nicht vollzogen. Aber es war ein Versuch wert gewesen. Game over. Game over, man! Gut, dann müssen wir uns halt versuchen, irgendwie reinzuschleichen. Ich weiß, dass es da noch einen Hintereingang gibt. Den habe ich bei unserem letzten Let's Play ja schon entdeckt. Na nun, wo hänge ich denn? Ach ja, jetzt hier. Ach, da kommt er natürlich zurück, ist klar. Muss das jetzt sein? So, es wäre jetzt dumm, natürlich auch in das Haus zu schleichen. Das heißt, wir schauen uns erstmal hier in Ruhe um. Ob wir hier nicht irgendwas finden. Angeblich wurde ja... Ich merke es allerdings nicht. Das heißt, ich mache es so, wie es gehabt. So. Ja. Ach, die. Ich habe auch nicht allzu viel. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, was das Gewicht betrifft. Nehmen wir nur das Pferdeleder mit, weil sonst bin ich schneller. Oder wiederum nehmen wir das auch mit. Das hat hier nur 3. Oh, hat 2. Das sind auch 6. So, jetzt ist die Frage, ist der noch im Haus oder ist er schon unterwegs? So. Da sitzt er, da müssen wir mal fix machen. Na, wo ist er denn? Scheiße! Hoffentlich hat er das jetzt nicht gehört. Ja, hier ist nur kein Ring. Gucken, hat er das gehört? Nein, der sitzt da noch. Happy und glücklich und ist irgendwas am Machen. Du dringst hier unrechtmäßig ein. Gut. Was zum... Der verfluchte Ring ist... Ja, er ist aus Kupfer und kein Pfefferling wert. Ja. Tschüss, du dämlicher Henker. So, wunderbar. Jetzt haben wir den Ring und noch ein bisschen an Schafsfellen. Fell ist immer gut, bringt immer Geld. Und Groschen kann man immer gut gebrauchen, wie man weiß.
Wobei der Begriff Groschen heute ja nicht mehr so bekannt ist. Ich bin damit noch aufgewachsen. Zur Zeit der guten alten deutschen Mark, der D-Mark. Und da gab es natürlich auch Kleingeld und das waren Pfennige oder auch Groschen genannt. Das, was heute Centstücke sind. Naja, vor 40 Jahren war die Welt halt noch anders gewesen. Huch, hier habe ich schon gegessen. Okay, gut. Und ich düse, 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 düse im Sauseschritt und bring die Liebe mit auf meinem Todesritt. Haha. Uff, ich kann nicht mehr. Animi, ich kann nimi. Okay. Da sind wir auch schon wieder bei dieser Mühle und es sieht so aus, als ob wir, als die Sonne untergehen würde. Gucken wir mal, wie spät haben wir es denn? Ja, tatsächlich, wir haben schon 7:30 abends. Und da kommt der diebische Müller Peschek gerade raus. Während Theresa, die noble Maid, dort am Fegen ist. Viel Gesundheit. Die auch. Ich habe den Ring, Peschek. Gut. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Kohelnitz zu Wojcik, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Und ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Gerne kaufe ich dir heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Das könnte durchaus Sollst du nützlich dir sein. gestohlene Ware abkaufen? Ich komme bestimmt irgendwann auf dein Angebot zurück. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Okay, das hat sich jetzt auch geändert. Überall, wo dieses rote X dran ist, das scheint kaputt zu sein. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Wenn man da immer ein bisschen Hier. Und etwas für die Mühe. Nun denn, drauflegt, recht herzlichen Dank. wenn man da immer ein bisschen was drauflegt an das Geld, man könnte natürlich auch feilschen, dass man mehr rausbekommt. Aber ich mache das jetzt erstmal absichtlich nicht, weil es hat den Hintergrund, dass man beliebter wird, wenn man immer ein bisschen drauf gibt. Und ich denke mir, dass es nicht schaden kann, wenn man hier eine etwas höhere Beliebtheit hat. So, erstmal eine Kleinigkeit. Ach ja. Brezel essen wir alle gerne. Wer mag Brezel nicht? Hundefleisch. Also. Bin ich ein Chinese oder was? Habe ich sonst noch was zu kochen? Nein. Knüppel aus dem Sack.
So, aber jetzt legen wir uns erstmal eine kleine Runde hin. Schlafen ein wenig. Machen die Äuglein zu. Und sagen wir mal bis 6 Uhr. Oder halb 7. Und jetzt schläft man erst richtig tief. So ab 4 Uhr. Und da muss man auch schon wieder aufstehen. Jeder kennt das von uns. Man ist gerade so richtig schön weggeratzt. Und schon klingelt der Scheißwecker. Und dann scheint die Sonne, es lacht das Herz. Und jeder denkt sich, schon wieder aufstehen? Muss das sein? Ernsthaft? Okay. Heinrich, ich bin froh, dass du da bist. Ja. Irgendwie will er sich nicht waschen. Okay. Macht nichts, dann laufen wir mal zu diesem Müller. Gucken, zeigt mir die Karte was an. B, dahin müssen wir. Okay, dann laufen wir mal. Hört ihr das, wie die Glocken die sechste Stunde des Tages läuten? Und die Düse geschwind dahin. Ja, und es wird wieder alles blau und bläuer. Meine Ausdauer ist am Arsch. Gut. Ja, immer schön am Fluss entlang. Wer das selbst schon mal gemacht hat, weiß, dass das manchmal sehr aufregend sein kann, so direkt am Fluss entlang zu tapsen. Also ich wünschte, ich hätte ein Pferd, dann würde das alles wesentlich schneller gehen. Aber leider habe ich kein Hot Hü im Moment. Wo ist das eigentlich? Ach ja, das hat ja der... dieser Hühne, der uns umgehauen hat, ein oder zwei Folgen vorher, für sich beansprucht. Wahrscheinlich hat das geschlachtet und gegessen. In Erinnerung an diesen Narren, der ihn mit dem schönen Schwert angegriffen hat, das er dann auch eingesteckt hat. Was ist das denn? Hallo. Ich denke, wir machen nichts falsch daran, wenn wir einfach dem Weg folgen. Dann dürften wir auf jeden Fall unmittelbar zur Mühle kommen, weil eine Mühle steht meistens da, wo Wasser ist. Zumindest zur damaligen Zeit. Im Jahre des Herrn 1403. Das sieht mir nach einem Überfall aus. Es ist ein Überfall. Na, du solltest eigentlich schlagen, Junge. Na, dann stechen wir halt. Wir wischen und wutschen, oder wie war das? Was? Erstmal eine Maulschelle, so. So was sagt man nicht. Wenn ich jetzt Seife da hätte, würde ich dir den Mund auswaschen. Hast wohl genug? Huch, ist da noch einer? Wo kommst du denn her? Du bist tot. Ja, bin ich das? Da kommen wir erstmal wieder raus aus dem Wasser. So, jetzt kümmere ich mich um den Wassergänger.
wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wahrscheinlich hat er sogar Flöhe und den dann auch noch aufzuheben. Aber vielleicht hat er was dabei. Eine Axt hat er aber dabei. Einen Groschen hat er dabei. Ja, immerhin sieben Groschen. Das ist immerhin etwas, ne? Wie viel ist die wert? Kann ich die einpacken? Ja, packe ich ein. Preis 11. Die roten Beinlinge? Nee, kann ich. Brauche ich nicht. So. Alte Stiefel, 4. Arbeitshemd, 10. Beiger Kapuzenschal. 2,5. Ja, der ist auch kaputt. Hatte der nicht eine Waffe? Ach, da liegt sie doch. Die Böttchers Axt. Da höre ich einen Hund. Ja, ihr seht, meine Aktionsmöglichkeiten mit dem Schwert sind noch sehr eingeschränkt. Joseph. Aber im Laufe des Spiels wird man den Umgang des Schwertes besser lernen. Dass man abblocken kann, dass man parieren kann, dass man Gegner fortschlagen kann, dass man sie in unterschiedlichen Kombos attackieren kann und so weiter und so weiter. Boah. Ich weiß nicht warum, aber meine Nase ist irgendwie zu. Und das, obwohl ich eigentlich gar nicht erkältet bin. Ach, guck mal, da haben wir eine Mühle. Eine Mühle. Moment, aber bevor... Habe ich nicht irgendwas? Brandwein habe ich, Retterschnaps habe ich, Ringelblumenaufguss habe ich. Halt binnen einer Minute leichte Wunden oder Auswirkungen eines Katers. Okay. So, jetzt werden wir langsam geheilt, wie man unten an dem Symbol sieht. Du hast dich so gut gewaschen, wie es in einem Trog geht. Öffnen. Also der Mitte... Wo hast du denn deine Schürze hängen, Mädchen? Also wenn du so einen Vorbau hättest, wäre ich ja glücklich, aber hast du leider nicht. Müller Wojcek, zu dir soll ich. Guten Tag. Guten Morgen. Peschek, der Rataja Müller, schickt mich mit diesem Ring. Ein Ring? Hier ist er. Nutzloser Plunder. Du bist sicher Heinrich, was? Peschek hat von dir gesprochen. Was zum... Warum wirfst du ihn weg? Hast du eine Ahnung, wie schwierig es war, ihn zu beschaffen? Peschek sagte, er wäre dir wichtig. Nur Plunder, wie gesagt. Er hat dich bloß auf die Probe gestellt, weil er sehen wollte, ob du die Eier hast, für uns zu arbeiten. So machen wir das nun einmal mit den Grünschnäbeln. Wir müssen schließlich wissen, ob du auf sinnlosen Prinzipien beharrst oder deinen Kopf benutzt. Ich gratuliere, du hast bestanden. Yay! Dann hätten wir ein paar Aufträge für dich. Kann ich irgendwie behilflich sein? Du kommst gerade recht. Es gibt da so eine Sache. Ich habe ein Hühnchen mit dem Kommandanten der Thalberger Garnison zu rupfen und will's ihm heimzahlen. Wie du vielleicht weißt, ist Robert von Thalberg ausgesprochen pingelig, was die Ausrüstung betrifft. Mhm. Der Hauptmann Herr Robert? Ich bin verwirrt. Sag mir einfach, was du von mir willst. Es ist so. Du sollst in die Rüstkammer von Thalberg einbrechen und ein paar Wappenröcke mitgehen lassen. Ah, und wenn Herr Robert rausfindet, dass Ausrüstung für seine Wachen fehlt? Er wird sich den Kommandanten vorknöpfen, der als einziger die Schlüssel hat und für die Sachen verantwortlich ist. Wenn Robert rausfindet, dass vor seiner Nase etwas verschwindet, wird er ihn auspeitschen lassen und ich bekomme meine Genugtuung. Klau mindestens 5 Wappenröcke, damit's Rambazamba gibt. Okay. In Ordnung. Was soll ich mit den Wappenröcken anstellen, wenn ich sie habe? Ich verbrenne sie, damit es keine Beweise gibt. Aber lass dich bloß nicht erwischen. Okay, wie soll ich das machen? So. Gucken, kann man jetzt eigentlich auch zu Fuß schnell reisen? Und schon hat sich der Nebel um und wo... Unerforschter Ort. Von hier aus kannst du nicht schnell reisen. Warum nicht?
Okay, gut, dann werden wir wohl wieder laufen müssen. Aber ich denke, ich mache an dieser Stelle auch einen kurzen Cut, werde den Weg eben zurücklaufen und dann, sobald wir in Rathai angekommen sind, euch wieder dazuschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, drückt auf Abonnieren. Es tut euch nicht weh, mir auch nicht. Ganz im Gegenteil, es nützt sogar. Und seid nicht faul und vor allem keine Fremden, lasst einen Kommentar da. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Also dann haltet die Ohren steif, macht es gut. Bis demnächst bei Kingdom Come Deliverance.